Rote Faden. Ja, heute geht es nach Rade vorm Wald zum NRW Cross Cup. Ziemlich spontane Entscheidung. Am Freitagabend habe ich mich noch angemeldet und am Sonntag war das Rennen. Das war mein erstes Crossrennen überhaupt. Ich habe meinen Crosser ja erst seit ein paar Wochen und ich war auch noch nicht wirklich im Gelände damit. Also wenn ich mal Schotter gefahren bin, dann war es höchstens mal am Kanal. Ja, also eine absolute Premiere für mich. Ja, die Renndauer war auf 30 Minuten angesetzt, das heißt, es mussten 6 Runden gefahren werden. Ja, ich kenne das ja nur aus dem Mountainbike-Bereich, dort dauert ein Rennen 88 Minuten. Das ist gerade mal ein Drittel von der Zeit, die ich sonst immer fahre. Ja, ich bin mal gespannt, wie ich damit zurechtkomme. Und vorne mittlerweile einer meiner Favoriten hier, Alex Fleischer. Gerade dann Probe, Ende von einem Hürden erstmal getestet, aber vorne sehen wir schon, dass Steven Brücke aufläuft mit Luca Harper von Steven Brücke-Team. U23-Fahrer, der hier das Fette in dieser Anführung. Also die Profis, Elite und die U23 hier unter mich. Luca Harper auf der führenden Position mit dem roten Trikot hat hier schon Eindruck seine. Das ist jetzt hier das Elite-Rennen, was vor unserem Rennen stattgefunden hat. Und da war wiederum das Problem, dass ich die Strecke nicht abfahren konnte, da das Elite-Rennen schon gestartet war. Ja, dazu dann später mehr. Ging es jetzt zur Startaufstellung. Die einzelnen Namen wurden aufgerufen, je nach Punktestand und Anmeldedatum war dann die entsprechende Reihenfolge festgelegt. Zwei Minuten vor uns ist die Hauptklasse gestartet und danach waren wir dran. Hobby Ü40. Insgesamt waren dann 46 Rennfahrer auf der Strecke. Ja, war mir eine Ehre, wir sind im neuen Jahr, alte Freunde. Oder beim Straßenrennen. Oder auf der Bahn. Bring mich schon in die Sicherheit. Achtung! In wenigen Sekunden hier auf die Runde geschickt. Dann kommen die nächsten 40 Bochum, der hier auf der führenden Position ist, haben die Seniorenklasse Hobby 40 Jahre plus. Und
Dann sehen wir dort noch eine Thorsten Kauf und Simon Radsport-Wiesel dort hinten, ebenfalls noch in der U40-Klasse unterwegs, also in zwei Gruppen jeweils 40 Fahrer unterwegs. Die Wiesel von Alex, schön Jonas Hötzl schafft hier als erster aus dem Wald heraus aufzutauchen. Also, sehr spannend in der U40-Klasse gibt es da vorne. Jemand, der sich dass ich die Strecke zuvor nicht abfahren konnte, wird mir dann gleich noch zum Verhängnis werden. Ja, ich dachte, es geht hier weiter geradeaus und wollte gerade rechts überholen. Und dann? Dann hat sich noch dieses blöde Flatterband um meine Sattelstütze gewickelt. Ja, hier habe ich gut 20 Sekunden verloren. Ja. Platz 46, letzter. Ja, und ab jetzt begann die große Aufholjagd. Die Spitze war aber schon so weit weg, da gab es keine Chance, bei der kurzen Renndauer irgendwie noch ranzufahren. Ja, somit war die Top-10-Platzierung, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, auch nicht mehr möglich. Und ja, neues Ziel für dieses Rennen, so viele Plätze aufholen wie nur möglich. Anstieg und danach eine Tragepassage, wo man Treppen hochlaufen musste. Danach wieder ein kurzer Anstieg und dann war man wieder auf dem Sportplatz auf der Start- und Zielgeraden. Ja, und an diesem Streckenabschnitt habe ich die meisten Plätze gut gemacht.
Und dann nach der ersten Runde bin ich auf Position 33 vorgefahren. Pascal hier war da auch ein Bianchi Rad 4. Also wir sind vorne. Die 103 steigt aus dem Rennen heraus. Felix Reimann, technischer Defekt, was ist los? Ja, da hinten ist die Wechselzone, da müssen wir ruckzuck. Also er gibt auf. Die Strecke in Rade vom Wald macht wieder ihren Namen als Reifenkiller. Alle Ehre. Wieder der besagte Streckenabschnitt, wo ich ein paar Plätze gut machen konnte. Zweiten Runde, 4 Positionen gut gemacht, neuer Platz 29.
hier in dieser Waldpassage und später in der Abfahrt wäre ich persönlich, glaube ich, mit dem Mountainbike schneller gewesen, weil ich damit viel vertrauter bin als mit dem Crosser. Auf dem Crosser hast du halt schmalere Reifen, die Federung fehlt komplett. Das Fahrgefühl ist komplett anders und man muss sich erst dran gewöhnen. Klar, gewisse Vorteile hat man auch. Das Bike ist viel, viel leichter bei Anstiegen, aber hier bei den Abfahrten und bei diesen technischen, ja in Anführungszeichen, technischen Passagen wäre doch das vertraute Mountainbike für mich persönlich besser gewesen. Selbst überrascht, dass ich hier mit dieser Tragepassage so gut zurechtkam. Mit dem Mountainbike wäre ich vielleicht sogar noch hochgefahren. Ich hätte zumindest versucht. Und dann hier noch dieser kurze Anstieg, da konnte ich immer ein bisschen Zeit gut machen. Nach der dritten Runde auf Platz 26 vorgefahren. Da vorne, den Jungen kriegst du. Mann. Das fährst du doch zu, das Loch da zu dem Mountainbike-Fahrer. Kein Problem. Dann hat er noch zwei Runden zu absolvieren. Also zwei Runden dann noch für Jonas. Fährt er in die letzten zwei Runden hinein. So, hier wird nochmal mal 209.
dritten Runde auf 26 geblieben, aber an meinem Vordermann rangefahren. Der Niklas, also nächstes Mal bitte wieder mit dem eigenen Crossrad. Und Christoph Kronberg kommt hier wieder schön über Start und Ziel. Zu fahren. Ah, wir schauen hinten auf den Kelly-Skogen, wie es da aussieht. Noch sehen wir den gelben Helm des Führenden in der Haupt-Hobby-Klasse, so möchte ich es mal sagen. Nicht dort hinten, aber das kann nur noch wenige Sekunden dauern. Dann geht er in seine letzte Runde. Hammer! Sieht man auch selten, dass so viel getrunken wird beim Radkurs, aber. Das war hier meine absolute Schlüsselstelle, wo ich am meisten Zeit immer verloren habe. Ja, ich habe einfach keine Traktion auf mein Hinterrad bekommen. Mit dem MTB sicherlich kein Problem, da wäre ich locker hochgefahren. Wieder zwei Plätze gut gemacht, von 26 auf 24 vorgefahren. Letzte Runde auf den Christoph Kronberg hier. Wieder in die letzte Runde. Und ebenfalls hier für die 212 in die letzte Runde. Die letzte Runde und mein Vordermann war leider nicht mehr zu sehen. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Ja, noch mein Streckenabschnitt, wo ich immer recht viel Zeit gut machen konnte. Thank you.
Ich bin zwar nochmal rangekommen, aber zum Überholen hat leider nicht mehr gereicht. Am Ende bin ich auf Platz 24 gelandet, wenn man bedenkt, dass ich nach gut 200 Metern auf Position 46 lag, habe ich dann doch noch ein paar Plätze gut machen können und in meiner Altersklasse bin ich auf Platz 15 gelandet. Ja, es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert, mal ein Cyclocross-Rennen mitzufahren, hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte auch sehr konstante Rundenzeiten, bis auf diese blöde erste Runde. Ja, drei Runden bin ich exakt dieselbe Zeit gefahren, auf die Sekunde genau. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß bei diesem Video. Ich bin jetzt erstmal für eine Woche auf Malle mit dem Rennrad ein bisschen auf Mallorca trainieren und wir sehen uns dann am nächsten Sonntag. Dort gibt es dann den zweiten Teil meiner Gravel-Tour. Macht's gut, bis denn, eine schöne Woche euch. Ciao, ciao.